eine Woche Sprache. Was nimmst du damit? Dass ich nicht mehr dieselbe bin. Dass sich etwas verändert hat in mir und mit mir auch meine Sprache, ich würde sagen, gewachsen ist. Weil ich bewusster spreche, manchmal erschrecke, wenn ich ein Wort sage oder einen Satz sage, den ich so hätte nicht mehr gesagt haben wollen. Es hat in mir etwas ausgelöst, das mich ja, bewusster macht. Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck. Ich war Journalistin in meinem ersten Leben, habe im Jahr 2000 gekündigt, die Abteilungsleitung beim Bayerischen Rundfunk, und habe dann festgestellt, dass Menschen, unter anderem mein lieber Mann, immer wieder zu mir gesagt hat, ich sehe das Teppichmuster nicht mehr von oben. Ich habe einen Tunnelblick. Und ich habe festgestellt, dass ich als Journalistin für Informationen gesorgt habe, für ein Meer von Informationen, eine Flut von Informationen, in denen wir eigentlich ertrinken und in dem wir nach Orientierung suchen. Und da habe ich lange gegrübelt und überlegt, wie geht es, diese beiden Themen zusammenzubringen, und habe dann mich hingesetzt und ein Konzept geschrieben. 2 Jahre lang recherchiert, gibt es schon, gab alles Mögliche. Aber das, was ich vorhatte, Geist und Genuss, Herz und Verstand miteinander zu verbinden, das gab es meiner Ansicht nach so noch nicht. Und ich wollte Menschen um einen Tisch versammeln, am liebsten 12, weil ich die Zahl 12 sehr mag, die um Erkenntnisse ringen gemeinsam und sich mit Fragen beschäftigen, das Wesentliche berühren, zu denen sie im Alltag nicht mehr kommen. Und das war der Ursprung der Denkwochen. Warum das Thema Sprache? Das Thema Sprache ist für mich ein Metathema, ein abstraktes Thema, das uns dennoch tief berührt. Ja, wir haben gestern zum Beispiel auch gesagt, Sprache kann verletzen. Sprache ist Macht. Sprache ist ein Aufenthaltsraum, ein Flüchtiger. In Sprache drückt sich etwas aus. Ich denke in Sprache, ich führe Zwiegespräche mit mir in Sprache. Also ich brauche die Sprache und ich gebrauche und ich missbrauche sie. Und ich sehe viele andere, die sie auch genauso missbrauchen, gebrauchen. Und es hat mich unglaublich engagiert und interessiert, daraus etwas zu machen. Und dann fiel mir ein Essay von Santhoran Bharatarajah in die Hände. Ich bin ein Schriftsteller ohne Sprache, das mich total fasziniert hat. Und ich dachte, den möchte ich gerne kennenlernen, den möchte ich hier haben. Mit dem möchte ich gerne über Sprache sprechen.